Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Vietnam Germany. Heute geht's nach Quy Nhon. Wir haben eine Strecke von 409 Kilometern vor uns und werden dafür ungefähr 7,5 Stunden benötigen und sind um 15 Uhr in Quy Nhon. Das ist die größte Tour, die wir bis jetzt hatten, aber wir müssen Kilometer schaffen, weil wir wollen so schnell wie möglich runter in den Süden, in die Sonne, in die Wärme. So, wir starten jetzt. Wir starten die Dashcam. Und wir fahren los. Bye bye, unser Hotel. So, liebe Leute. Frisch und munter, sehr gut geschlafen die letzte Nacht. Nach 100 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Danach links abbiegen. Die Betten waren sehr bequem im Hotel. Das Frühstück war, naja, ist in Vietnam immer. Alles, es gleitet alles. Es ist alles in Bewegung. Und es funktioniert. Mein Fahrlehrer hat immer zu mir gesagt, es gibt nur ein Auto davor, ein Auto dahinter, eins links und eins rechts daneben. Aber hier in Vietnam sieht es anders aus. Da ist es ein bisschen mehr. Gibt es ja im Prinzip nicht dieses Samstag, Sonntag frei, da ist es ja 7 Tage das gleiche. Wichtig ist nur eins, nicht stark bremsen, vorausschauend fahren, sofern dies möglich ist. Und um Gottes Willen nicht zu schnell. Wie Oma und Opa fahren, aber bloß nicht riskieren. Immer schön vorsichtig. Und in Vietnam ist es jetzt ganz neu, strikte Alkoholverbot beim Fahren, 0,0 Promille. Die Strafen sind derart hoch. Die haben das jetzt geändert hier, weil es so viele Unfälle gab. Ich weiß nicht, wenn du dann in einem pro 0,5 drüber bist oder so, dann ist es dann richtig teuer. Bloß nicht einfach gleiten und weiterfahren. Es ist so in Vietnam, dass die wissen alle, die kalkulieren die Geschwindigkeit des rankommenden Verkehrsteilnehmers, kalkulieren die ein. Und man darf auch, wenn man die Straße überquert in Vietnam als Fußgänger, niemals den Fehler machen, dass man zurückläuft. Also man läuft in den Verkehr ein, vorsichtig, langsam, das wissen die. Und man darf niemals hektisch reagieren und einen Schritt zurück machen. Das kalkuliert der Autofahrer oder der Mopedfahrer, der an dir vorbei will, der kalkuliert das nicht ein. Der kalkuliert ein, dass du mit gleichbleibender Geschwindigkeit dich nach vorne bewegst, beziehungsweise stehen bleibst. Der kalkuliert nicht ein, dass du einen Schritt zurück machst. Und das kann dir in Vietnam als Fußgänger, ja, das kann dir das Leben kosten. Also gleitend, langsam, immer nach vorne und immer in Bewegung bleiben. Das ist das Geheimrezept. Und immer wachsam sein. Liebe Leute, zum Thema Feinstaub, Dieselfahrverbot. Wenn du hier vorne siehst, was der raushaut. Das ist an der Tagesordnung hier in Vietnam. Die fahren mit den alten Dingern hier rum.
mal sehen, wie teuer das jetzt hier ist. Weiß nicht, wir haben eine ganze Menge wieder gekriegt, vielleicht um die 250, also 80.000 Dong oder 70.000 Dong oder so, was die kostet. Ah, wir fahren jetzt hier über. Ja, liebe Leute, Blanco, ziemlich viel Berge, ziemlich viel Hügel. Wir fahren jetzt durch den Tunnel durch. Wir fahren jetzt hier erstmal über den Fluss rüber und hinter der Brücke fahren wir durch den Tunnel durch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der ziemlich lang ist. Über einen Kilometer. Das sind wir nämlich schon mal durchgefahren vor 2 Jahren. Mit dem Taxi. Das Video laufen lassen. Ja, man sieht noch, wie die Wolken in den Bergen hängen oben. Es wird jetzt interessant zu sehen sein, was passiert, wenn wir aus dem Tunnel wieder rauskommen. Die Wolken hier oben, die stauen sich vor dem Berg. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Kannst du mal kurz aufs Navi halten? Mal kurz aufs Navi. Da sieht man das. Wir sind jetzt über dem Wasser, sind wir jetzt durch in der Tunnel. Wir gucken mal, wenn wir vorne einfahren, es müsste ja dran stehen, wie lang der ist. Schauen wir mal. Wenn der Tunnel zu lang ist, dann unterbrechen wir da kurz das Video. Das wird sehr zu langweilig. So, hier ist strikt Hupen verboten. H1. Du kannst hier 70 fahren. Mopeds verboten. Überholen verboten. 40 empfohlen. Mindestgeschwindigkeit 40. Ja. Das ist, wir machen mal einen kurzen Cut. Ja, so. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten gefahren. Jetzt kommen wir raus. Das hat uns 70.000 Dong gekostet und um die 3 Euro. Und die Länge des Tunnels, ich weiß es nicht genau, ich will vielleicht nichts Falsches erzählen, aber jetzt haben wir wieder ein GPS-Signal. 335, also wir sind reingefahren in den Tunnel bei 341, das ist der 6 Kilometer lang. Der ist ja zwischen 5 und 6 Kilometer lang, der Tunnel. Das ist natürlich echt unglaublich und die für vietnamesische Verhältnisse und der Anbindung. Man hat mir gesagt, von Japanern wurde der gebaut. Also die Japaner sind damit beteiligt an dem Bau, von der Technik her. Und die haben um die 5 Jahre haben sie an dem Tunnel gebaut. Ist wohl der längste in Vietnam. Fahren wir hier erstmal über eine Baustelle und die sind alle so frech hier. Fährst du hier die Serpentinen, wenn die Busse, die ziehen an dir vorbei, obwohl sie ja nicht einsehen können in den Gegenverkehr. Auf der Seite seht ihr jetzt hier ein 40er-Schild und vor gut 50 Metern war ein 60er-Schild. Also da muss man auch, die sind hier so raffiniert. Das sind Schweine. Die sind so raffiniert, die machen da auch schon. Hier sehen ein 70er-Schild. Du fährst, denkst du kannst 70 fahren und da steht gar kein 50er, da kommt gar kein 50er-Schild. Und ungefähr 500 Meter weiter kommt 50 aufgehoben. Das ist hier nicht, das ist wie Mafia, ja. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Du denkst, du kannst fahren, dann holt dich die Polizei raus, weil du zu schnell gefahren bist. Und das ist unglaublich. Also man darf wirklich, ich habe mich jetzt hier beraten lassen, man darf wirklich nur 60 fahren, das ist man auf der sicheren Seite. In geschlossenen Ortschaften 50 und auf der Schnellstraße wirklich nur 60 und wenn 60 aufgehoben ist, 70. Man darf nicht schneller fahren. Das ist echt tricky hier. Habe ich nicht so nicht gewusst. So, und jetzt haben wir hinter uns kommt ein Krankenwagen oder ein Polizeiwagen, keine Ahnung. Fährt jetzt an uns vorbei. Was ist denn das? Das ist Polizei. Das ist Polizei. Wie sie die Brücke bauen,
richtig gut ausbauen. Ja, sieht man hier. Aber die haben in Vietnam, der Schweißer da oben, der schweißt, die haben nie eine Schutzbrille auf beim Schweißen. Die wollen ja schließlich sehen, was sie machen. Wahnsinn. Jetzt fahren wir hier in die Baustelle. Also oben die Schalungen. So, gucken wir mal hier. Naja, die ist die Hauptstraße. Da machen sie richtig schöne Überführung, schöne Brücke. Ja. Das Navi zeigt mir ja auch die AH1. Also so definitiv die Hauptstraße. Mal gucken, ich weiß nicht, wie teuer das jetzt ist, um die Autobahn hier zu benutzen. Schauen wir mal. Ja, okay. Hab jetzt so eine Karte hier gekriegt. Und da müssen wir später bezahlen. Hab jetzt hier so eine Karte gekriegt. Und da bezahlen wir dann, wenn die Autobahn zu Ende ist, bezahlen wir das dann. Ihr seht jetzt hier, wir können jetzt hier 120 fahren, ohne Gefahr zu laufen, dass uns die Polizei rausholt. Also hier ist jetzt wirklich, ja, es wird was, wird es kosten, 4, 5 Euro. 150.000 oder 180.000 Vietnam-Dong vielleicht. Schauen wir mal. Thank you.
Fahrt zu Ende. Jetzt geht es ans Bezahlen. Ja, sind wir mal gespannt. Was sie uns jetzt hier wegnehmen. Ich habe jetzt mal 500.000 Dong parat. So, mal sehen, was sie mir zurückgibt. Haben wir zurückgekriegt, also 200.000 Dong hat das gekostet. 200.000 Dong, das sind 8 Euro, 7 Euro, 7, 8 Euro für die 150 Kilometer aus. Würde ich jederzeit wieder machen. Wir fahren ja die Strecke wieder zurück, vielleicht fahren wir die dann, naja, müssen wir mal schauen. Okay. Hinter uns gelassen haben, hatten da 200.000 Dong bezahlt, haben wir so eben nochmal 35.000 Dong, 1,30 Euro bezahlt, um in Quang Nai hier die Straßen benutzen zu dürfen. Quang Nai sind wir jetzt. So, dann wollen wir mal schauen, ein bisschen gucken. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir die beiden alten Autos hier vor uns haben, aber vielleicht sieht man ein bisschen was im Video. Ich guck mal hier, ob man hier. Kleine Läden, das typische Bild. Jeder hat sein kleines Geschäft, jeder will über die Runden kommen, wird Blumen verkauft, dann werden Mopeds repariert, dann werden Klimaanlagen repariert. Thank you.
langsam nähern wir uns unserem Ziel. Wir sind jetzt in Ding, fast bei Quinyong. Wir haben noch 35 Kilometer bis zum Zentrum von Quinyong, wo wir auch unsere Unterkunft gebucht haben. Da gibt es jetzt noch ein paar kleine kurze Eindrücke. Und dann sollte das Video auch nicht mehr allzu lange dauern. Wir haben jetzt noch 18 Kilometer bis zu unserem Hotel. Quinyong sind wir jetzt. Jetzt muss man erstmal wieder umschalten auf viel Verkehr, mental. Quinyong ist ja auch eine große Stadt. Da ist viel stark besiedelt.
schon gesehen, ist das Tan Tan Hotel. So, wir sind also am Ziel angelangt und nun gucken wir mal, wo wir hier... Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Tan Tan Hotel. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir hier parken. So, liebe Leute, das Video ist an der Stelle beendet. Dann im nächsten Schritt geht es weiter zum nächsten Ausflugsziel. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Playlist wird ständig ergänzt. Bye, bye.